Hallo, ich bin Nicola Lange und ich möchte heute mit wenig Utensilien hier auf dem Campingplatz kochen, und zwar vegan und mit Lupinenmehl. Und ich zeige euch, was ich dafür bereits vorbereitet habe. So, hier habe ich Tomate, hier habe ich Paprika geschnitten, hier habe ich Karotten geschnitten, hier ist das Lupinenmehl, 150 Gramm. Auberginen auch geschnitten. Oha, Brechbohnen, die habe ich jetzt tiefgekühlt gekauft. Ich habe sie nämlich nicht bio bekommen. Und Champignons. Und dann habe ich einen Topf vorbereitet mit 2 Litern Wasser. Da kochen jetzt bereits 2 Bio-Zitronen mit Schale. Ganz wichtig, die müssen wirklich bio sein. Sonst kocht ihr die ganzen Schadstoffe da raus. Meersalz. 2 Knoblauchzehen und einer ganzen Zwiebel, damit das Ganze Geschmack bekommt. Und jetzt werde ich als erstes, weil die am längsten brauchen, die Karotten und die Auberginen da reintun. Und ab mit den Auberginen in den Topf, komplett. Und die Karotten kommen gleich hinterher. Karotten und Auberginen sind im Topf und wie es so ist, nicht aufgepasst. Hier die Zucchini. Wollte ich auch noch mitmachen, das macht aber überhaupt nichts, denn die brauchen nicht so lange. Wenn ich die jetzt schnell klein schnippel, dann habe ich die in 20 Minuten fertig und dann wird das insgesamt noch was. Eine Dose Kokosmilch habe ich mir schon neben den Topf gestellt, dann kann ich das nicht vergessen. Okay, das ist soweit. Die anderen Gemüsesorten sind soweit gekocht und jetzt kommt als nächstes das Süßlupinenmehl rein. Das heißt übrigens nur so, das heißt, dass die Bitterstoffe raus sind, aber süß ist es deswegen noch lange nicht. Das ist sehr eiweißhaltig, deswegen tue ich das da jetzt rein. Und wenn es dann nochmal aufgekocht ist, ganz am Schluss, die Kokosmilch, die Champignons, die Tomaten und die Paprika. Denn die müssen ja nicht großartig kochen, das reicht, wenn die ein bisschen ziehen. Es kocht. Ist untergerührt. Das ist von der Menge her unproblematisch auf dem Einrühren her, weil das kaum Klebkraft hat oder gar keine. Kann da auch nichts schief gehen. Und jetzt noch die Kokosmilch rein. So. Jetzt schalte ich den Herd schon aus und tue als letztes Champignons, Paprika und Tomaten rein. Ruhig noch etwas mehr von dem Basilikum abzupfen. Der ist sehr gesund und kann gleich noch auf die Suppe drauf gestreut werden. Dann sieht das immer frischer und besser aus, wenn noch ein paar frische Kräuter oben drauf sind. Und meiner hält sich jetzt schon seit 2,5 Monaten hier. Muss nur regelmäßig gegossen werden und ab und zu Sonne haben. Das heißt, diesen Sommer muss ich eigentlich überhaupt nichts für meinen Basilikum tun. Paprika und Tomate in den Topf. So, das ganze Rezept nochmal. Veganer Gemüseeintopf mit Süßlupinenmehl, 2 Liter Wasser, 2 Bio-Zitronen, ein Stück frischer Ingwer, 2 Knoblauchzehen, eine Zwiebel, 3 große Möhren, eine Aubergine, 450 Gramm Bohnen, Frisch- oder Tiefkühlware, eine Zucchini, 150 Gramm Süßlupinenmehl, eine Dose Kokosnussmilch, 1 bis 2 Paprikaschoten, 3 bis 5 Tomaten, 300 Gramm Champignons, Salzpaprikapulver und Currypulver nach Geschmack. Dann die 2 Liter Wasser mit Salz, Ingwer, Knoblauch, Zwiebel und den Zitronen aufkochen. Währenddessen die Möhre und Aubergine klein schneiden. Nach 15 Minuten ins Wasser geben. Dann weitere 10 Minuten kochen. Währenddessen können Paprika, Champignons und Tomaten klein geschnitten werden. Und nach den 10 Minuten ebenfalls ins Kochwasser wieder aufkochen lassen.
Dann das Süßlupinenmehl unterrühren, die Kokosnussmilch dazugeben, ebenso die Paprikaschote, Champignons und Tomaten. Das Ganze einfach noch ein bisschen ziehen lassen, die Zitronen herausnehmen, den Saft in die Suppe pressen, mit Paprikapulver, Curry und Salz abschmecken, mit frischem Basilikum servieren. Guten Appetit!